glaube, die erste. Dankeschön, dass du hier bist. Servus. Mit einem ganz, ganz dicken, fetten, breiten Grinsen in meinem Gesicht ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe das Privileg, eine Traumkarriere hinter mir zu haben und besser geht nicht. Ich bin damals all in gegangen. Der Druck und die Anspannung, die Ängste, die Erwartungshaltung, die war so groß wie noch nie zuvor in meiner Karriere. Und dem allem standgehalten zu haben und wirklich diese olympische Medaille trotz allen Schwierigkeiten am Ende für immer in meinen Händen zu halten, ist was ganz, ganz Besonderes. Deswegen dieses dicke, breite Grinsen und ja, einfach nur glücklich. Also die 3 Monate nach Olympia bin ich durchgereicht worden. Jeden Tag war ein Empfang, ein Event, eine Veranstaltung, Interviews. Es war so viel los, dass man gar keine Zeit hatte, richtig runterzukommen. Und erst so zum Ende des Jahres hin, wo dann auch die 4. Welle von Corona kam, da muss man sagen, war ich schon fast dankbar in dem Bereich, weil ich endlich Zeit hatte, runterzukommen, runterzufahren, keine Termine mehr. Und dann war ich zu Hause, dann kam die Weihnachtszeit und dort habe ich das dann alles realisiert und war einfach nur dankbar. Sehr, sehr dankbar, kann man sagen. Ich habe mich komplett neu aufgestellt, was den Bereich Business anbelangt. Ich habe angefangen, die Karriere nach der Karriere war davor schon vorbereitet, deswegen ist der Cut auch mir so gut gelungen. Ich habe mit meinem Freund und Atemtrainer Yasin Seiwasser zusammen eine Seminarkette auf die Beine gestellt, wo wir einfach, ich diesen mentalen Aspekt, das gelebte Praxisbeispiel bin, eher die Theorie und das Wissen über Atmung, dann auch, so wie wir Corona besiegt haben, dann kurz vor den Olympischen Spielen, den Menschen weitergeben wollen. Das startet ab Mai und ist richtig cool, da freue ich mich drauf. Darüber hinaus haben wir eine ganze Summercamp, eine ganze Woche jetzt auf die Beine gestellt, wo ab September starten wird, wo wir einfach ja hochintensiv dann mit den Teilnehmern arbeiten werden. Darüber hinaus habe ich eine Be Ready-Kampagne mit unserem Kultusministerium, wo ich in den Schulen drin bin, in Brennpunktschulen, mit den Kindern arbeiten werde. Darüber hinaus noch viele Vorträge in Firmen und es wird nicht langweilig. Und ja, am Anfang des Jahres habe ich noch meine nationale Saison beendet und habe die Bundesliga-Saison noch zu Ende gebracht. Das war dann auch nochmal ein mega Highlight, weil ich fast mit 0 Trainingsaufwand am Ende dann wirklich geschafft habe, nochmal, ich kam gegen 5 aktuelle Weltmeister-Medaillengewinner und ja, konnte sie alle schlagen und dann wirklich als Nummer 1 der Welt in den Ruhestand gehen und ja, jetzt wartet nur noch ein letztes Highlight. Nein, gar nicht. Voller Vorfreude. Ich bin bereit abzutreten und ich habe das Privileg, sehr, sehr groß abzutreten. Zusammen mit meinem Management stelle ich das größte Ringer-Event, wo es jemals auf deutschem Boden gegeben hat, auf die Beine. Das wird fantastisch werden, das kann ich schon versprechen. Es wird die deutsche Nationalmannschaft wird antreten, also meine Jungs, meine Weggefährten gegen eine Weltauswahl von ausschließlich Weltmeistern und Olympiasiegern und dazwischen immer extrem hochkarätige Showacts. Und ja, es wird knapp 5000 Zuschauer da sein. Ich gehe stark davon aus, wir werden ausverkauft sein. Und es wird ein Ringer-Event, ein Spektakel, wie es größer nicht geht. Und dort werde ich den letzten Kampf meines Lebens im Bereich Sport absolvieren. Da freue ich mich richtig drauf, so was ganz, ganz Besonderes.